Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute ein paar Make-up-Neuheiten für euch, die ich so noch nie getestet habe, die ich neu geschickt bekommen habe, die ich neu entdeckt habe. Produkte, die gerade erst auf den Markt gekommen sind. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, was sie können und was für Schönes daraus zaubern können, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, heute ist Freitag. Gestern war ein ganz besonderer Tag für mich. Ihr habt es mitbekommen, meine Palette ist rausgekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken für diesen unglaublich krassen Support. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist für mich wie in so Trance. Ich bin irgendwie nicht da. Ich kann das alles nicht verarbeiten. Es war alles super, super viel. Ich werde im Laufe der nächsten Woche nochmal ein Video machen, wo ich alles so ein bisschen Revue passieren lassen habe. Ich habe den ganzen Verlauf und die Entstehung meiner Palette von Anfang bis Ende mitgefilmt und möchte mit euch dann nochmal so ein bisschen drüber reden, wenn ihr darauf Lust habt. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir machen aber weiter am Text mit Make-up hier. Und ich habe hier einige Produkte, die ich so noch nie benutzt habe, die neu auf den Markt gekommen sind und die ich mit euch testen möchte. Und ich möchte auch gleich mit euch anfangen. Das erste Produkt, die Foundation, ist nicht unbedingt neu. Aber ich habe hier die Fenty Foundation. Das ist die Hydrating-Version. Und ich hatte gesagt damals, dass ich es total bekloppt finde, diese Foundation. Aber wir sind hier Team Günstmaus und wenn wir schon 40 Euro für eine Foundation ausgeben, dann möchte ich, dass sie auch funktionieren. Oder dass wir sie zumindest irgendwie ansatzweise leer kriegen. Und ich habe Möglichkeiten gefunden, die möchte ich heute mit euch teilen. Ich mische diese Foundation einmal mit dieser Foundation. Das ist die erste Fenty Foundation. Das ist diese matte Version. Es hält nicht den ganzen Tag, aber es ist wesentlich besser als diese hier nur alleine. Wenn man die schon hat und damit nicht klarkommt und diese auch schon hat und damit nicht klarkommt, dann sind beide zusammen etwas besser als beide einzeln. Oder wenn ihr ein bisschen mehr Geld sparen wollt, das klappt bei jeder Foundation, die für mich nicht funktioniert. Genauso wie bei der Anastasia Foundation ist es die HD Liquid Radiance Foundation. In diesem Fall, weil es die Dewy Foundation von Fenty ist, mische ich sie mit der matten Foundation. Andersrum würde ich die normale Foundation von Fenty mit der Radiance Foundation mischen. Diese Kombination funktioniert bei dieser Foundation, sie funktioniert bei der Anastasia Foundation, sie funktioniert bei Estee Lauder, bei Dior, bei allen High-End Foundations, die für mich irgendwie nicht so optimal sind. Deswegen werde ich ganz schnell die Foundation auftragen. Ich mische mir einfach beide Foundations zusammen. Wie immer keinen Schreck kriegen. Die Foundation ist auf den ersten Blick sehr, sehr hell. Aber da sie oxidiert, und zwar ein ganz schönes Stück, finde ich, beide Foundations, vor allen Dingen die matte Foundation, ist das völlig in Ordnung und passt dann auch ganz gut. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, die Foundation einzuarbeiten, finde ich. Die matte geht sogar, aber die Dewy Foundation oder die Dewy Version davon, die braucht halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe, bis sie flawless und ebenmäßig im Gesicht aussieht. Deswegen nehme ich mir jetzt auch die Zeit, blende das Ganze hier einmal ein. Und ihr könnt schon sehen, farblich ist es okay. Ich bin im Moment sehr, sehr hell. Ich habe sehr viel Säure benutzt. Ich arbeite auch im Moment an einem Skincare-Video, weil ich ganz oft gefragt werde. Und jetzt auch in den letzten Wochen bei Events wurde ich immer wieder gefragt, was ich für meine Haut mache. Und ich habe im Moment recht viel Glück mit meiner Haut. Ich habe aber auch eine Routine, an die ich mich halte. Ab und zu kommt so ein oder ein anderes Produkt mit dazu und eins wird abgelöst. Aber so die grundlegende Routine ist immer dieselbe. Und wenn ihr auch das sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Dann kann ich das Ganze so ein bisschen einschätzen. Und bevor ich es vergesse, Freunde, wir haben in den letzten Tagen super viele neue Leute dazu bekommen und ich bin richtig, richtig dankbar für die ganze Community. Wirklich, das klingt jetzt so, Ich bin wirklich dankbar. Ich meine, ich habe mich so ein bisschen auf der Glow darüber aufgeregt, dass viele Leute einfach irgendwie das Ganze nicht so wertschätzen, die Community. Und wir YouTuber wären einfach nichts, in Anführungszeichen, ohne unsere Zuschauer. Wenn wir unsere Zuschauer nicht schätzen und unsere Zuschauer nicht ernst nehmen und wahrnehmen und dankbar sind, dann, wenn am Ende niemand mehr zuschaut, wer sind wir dann? Und ich möchte mir das so ein bisschen beibehalten, einfach immer irgendwie ein offenes Ohr für euch zu haben, wenn euch irgendwas bedrückt. Ich meine, ich schreibe mit ganz, ganz vielen von euch auch privat auf Instagram. Mittlerweile ist es leider nicht mehr wirklich möglich, auf alle Nachrichten einzugehen. Aber wenn ich merke, okay, da brennt es gerade oder da ist irgendwas, wo vielleicht wirklich meine Hilfe gebraucht wird, dann
bin ich der Erste, der schreit, hier, ich helfe dir gerne, ich bin dabei. Die Foundation ist einmal halbwegs eingearbeitet und eben gerade, kurz bevor ich angefangen habe zu drehen, klingelt es an der Tür und ich habe ein Päckchen von Uma Beauty bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor, ich glaube, einem Monat oder so kam Uma Beauty mit Foundations raus und das soll das Foundation Game wieder einmal geändert haben. Und die haben mir ein paar Produkte geschickt, unter anderem so ein Contouring Stick und den möchte ich heute auch probieren. Ich habe ihn in zwei verschiedenen Farben. Einmal Sculpt and Strobe in der Farbe 3. Double Take, Sculpt and Strobe in der Farbe 3. Das sind aber verschiedene Untertöne. Also das ist einmal so ein etwas, ja, wärmeres Braun. Und das andere ist ein etwas kühleres Braun. Ich glaube, ich mische mir das Ganze. Okay, she's dark. Und schau mal, dass ich das Ganze irgendwie so ein bisschen eingeblendet kriege. Ich bin im Moment tatsächlich eher so ein Freund von Creme-Kontur-Produkten oder Creme-Bronzern seit meinem Video für Milk-Make-up oder mit Milk-Make-up. Finde ich, sieht das Ganze wirklich schön aus und vor allen Dingen, wenn die Foundations so ein bisschen luminous sind, gefällt mir das Ganze wirklich gut. Das Ding ist weggeblendet. Das ging so schnell wie sonst was. Okay, krass. Und sieht richtig schön aus. Die Farbkombination gefällt mir gut. Ich kann das jetzt hier noch so ein bisschen weiter nach oben blenden. Aber dafür, dass ich... Ihr habt es gerade gesehen, oder? Ich bin dreimal hier mit meinem Pinsel rüber und das Ding ist ausgeblendet. Ich mache das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite und wir gucken, ob das jetzt entweder nur Glück war oder ob das Produkt wirklich so krass ist. Ich gebe mir ein bisschen was von dem kühleren Ton hier hin. Und dann den wärmeren. Und das Schöne bei Creme-Produkten ist, wenn ihr das einen Moment auf der Haut lasst, entweder es klappt und ihr könnt es verblenden sofort, bevor es antrocknet, oder ihr lasst es kurz drauf und das Produkt wärmt sich so ein bisschen auf und verbindet sich dann noch besser mit der Foundation und eurem Gesicht. Okay, krass, das ist ja hier Magic. Ich gehe hier gleich nochmal so ein bisschen mit dem Rest in meine Nase. Wow, okay, krass. Ich mache das hier unten nochmal so ein bisschen sauber mit dem Rest Foundation, den ich an meinem Beauty Blender habe, weil ich ein bisschen weit runtergekommen bin. Aber ich muss sagen, love it. Mega. Okay. Also das bis jetzt gar nicht schlecht. Hier ist auf der anderen Seite auch noch so ein Highlighter-Stick mit drauf. Den gebe ich mir doch mal hier gleich so ein bisschen mit drauf. Okay, der ist nicht so intensiv. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen verwöhnt vom Multi-Glow-Kit, oder? Ja, nee, der hat... Hat er die Foundation jetzt abgetragen? Okay, ich habe ja Gott sei Dank noch ein bisschen Foundation hier und gehe da einfach nochmal so ein bisschen rüber. Ihr könnt sehen, die Foundation sieht schon wirklich sehr, sehr leuchtend aus. Also ich muss das Ganze setten, ich möchte aber noch Concealer benutzen. Und ich habe neulich, ich habe es euch bei Insta gezeigt, ein riesenfettes Paket von IT Cosmetics bekommen. Die haben ja diesen Bye Bye Under Eye Concealer gehabt und sie haben ihn jetzt einfach in 24 Farben rausgebracht. Ich habe alle Farben hier. Theoretisch sollte ich jetzt auch mal die Chance haben, den Concealer in der passenden Farbe rauszukriegen, falls ihr mich noch nicht so lange folgt. Hi, mein Name ist Maxim und ich habe unter den Augen immer Deckweiß aus dem Tuschkasten. Jetzt haben sie mir aber 24 Farben geschickt und da meine Foundation ja jetzt... Ja, welche Farbe hat meine Foundation? Anders halt. Gehe ich jetzt hier in die Farbe Light Bronze und die Tube ist auch ein bisschen anders. Die ist ein bisschen kleiner jetzt, die ist nicht mehr so länglich, man kann das Produkt ein bisschen besser rausdrücken. Und die Spitze ist ein bisschen größer. Das heißt, man kriegt das Produkt gut raus. Ich gebe mir wirklich nur ein ganz, ganz kleines Würstchen auf meinen Handrücken. Das reicht völlig aus. Das musste ich am Anfang auch eher schmerzlich lernen. Aber dadurch, dass ich mir es erst auf dem Handrücken gebe, wird das Produkt warm. Denn es ist extrem dickflüssig. Es ist wasserfest. Es ist Anti-Aging. Es ist Full Coverage. Und das tatsächlich ist wirklich Full Coverage. Ihr werdet sehen, die Foundation hat schon so ein bisschen was abgedeckt, aber der Concealer macht einfach wirklich nochmal alles weg. Und ich nehme auch erstmal gerne meinen Finger, dadurch, dass der Concealer halt einfach so dickflüssig ist und auf Wärme sehr, sehr gut reagiert, ist es mit dem Finger immer, finde ich, ganz schöner. Und dann nehme ich meinen Beauty Blender. Ich habe es tatsächlich auch schon probiert, den Beauty Blender vorher, bevor ich den Concealer benutzt habe, in die Mikrowelle zu tun. Nur ganz kurz, dass der ein bisschen warm wird. Und das war der Shit, Freunde. Ohne Witz, sowas habe ich noch nicht erlebt, dass... Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich darüber mal ein Video machen, über merkwürdige Make-up-Hacks, die ein bisschen komisch sind. Ich verblende das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen unter meinen Augen. Und gehe dann nochmal mit dem neuen Benefit Boeing Concealer, dem Cakeless Concealer, an meine Tränenlinie. Und
helle das da nochmal so ein bisschen auf. Die Kombination ist unschlagbar und hält den ganzen Tag. Ich werde ganz schnell ein bisschen baken und dazu benutze ich wie immer mein Jeffree Star Puder. Ich habe kein Puder gefunden, was an dieses Puder hier rankommt. Es ist einfach das allerbeste Setting Puder. Wenn ihr noch ein paar andere Puder habt, wo ihr sagt, okay, das könnte auch funktionieren für dich, Maxim, schreibt mir das gerne in die Kommentare, aber dieses Puder ist einfach der Shit. Das blurrt das komplette Make-up einfach so perfekt aus und Poren sind nicht mehr existent. Ich gehe jetzt auch hier gleich so ein bisschen unter meine Kontur und sette dann den Rest meines Gesichtes mit dem Rest auf dem Schwamm. Während das Ganze so ein bisschen unter meinen Augen baked, möchte ich Bronzer aufgeben. Und ich wurde so oft auf Instagram getaggt auf dieser Limited Edition von Rival de Loupe. Und das ist diese Pop Art Artist Limited Edition. Und diesen Bronzer, den kennen wir mittlerweile alle. Der kommt, glaube ich, zweimal im Jahr ungefähr raus. Er riecht göttlich. Dieses Jahr, finde ich, riecht er ein bisschen nach Zimt. Sonst hat er immer so nach Kokos oder Pina Colada gerochen. Jetzt ein bisschen nach Zimt. Ich liebe diesen Bronzer. Der hat auch so ein Schwämmchen mit drin. Ist so ein guter Dupe zu Benefit. Aber ich gehe da einfach mit rein. Der ist ein bisschen wärmer, aber ich habe eine Look-Idee im Kopf. Ich möchte das wieder sehr, sehr sommerlich haben. Ich habe nämlich eine neue Lidschattenpalette hier, die ich gerne mit euch benutzen möchte. Und da passt so ein sommerlicher Look dazu. Ihr seht, der ist schon echt krass pigmentiert. Also geht da mit einer leichten Hand rein, nicht so wie ich. Und dann ist das ganze Gesicht extrem schön gebräunt. Also das kann man wirklich gut benutzen, um... Ja, ich meine, das ist super günstig. Ich glaube, das Ding kostet 1,99 oder 2,29 oder so. Und es sieht wirklich mega, mega schön aus. Ich nehme einmal das Baking Puder weg und gehe dann nochmal so ein bisschen über den Bronzer rüber. Einfach um das alles wieder so ein bisschen aufzuhellen. Und wie schön sieht die Base heute aus. Ich lieb's. Schade, dass ich jetzt einen Lidschattenlook mache, weil sonst würde ich jetzt tatsächlich auch so rausgehen, weil das ist so mein Standard-Make-up im Laufe des Tages. Ich möchte aber einen Blush benutzen und den habe ich bei Amazon gefunden. Der ist von Miss Lynn und der war total günstig. Das ist der Treat Me Sweet Powder Blush in Peach und der hat so einen leichten Schimmer mit drin. Ich glaube, ihr könnt es in der Kamera nicht erkennen, aber das ist so ein schöner Peachy Blush. Und dafür nehme ich meinen Morphe M527er Pinsel und gebe mir den hier rauf. Ich liebe im Moment so diese Peachy Blushes. Das passt total gut zu einem Bronzer oder zu so einem, ja... Ich meine, wir haben jetzt Herbst. Es schüttet hier gerade wie aus Kübeln. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber das Ganze... Ich finde, peachfarbene Blushes sind die natürlichsten Blushes und sehen zu jeder Hautfarbe gut aus. Okay, man muss den ein bisschen mehr aufbauen. Er hat einen ganz leichten Schimmer mit drin. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt, aber ich verlinke euch alle Produkte, die ich irgendwie finde, einmal unten in der Infobox. Okay, süß. Schön. Gefällt mir wirklich gut, der Blush. Das waren, glaube ich, 3 oder 5 Euro. Sehr, sehr schön. Und jetzt möchte ich highlighten. Und endlich, ich weiß, natürlich benutze ich jetzt meinen eigenen Highlighter. Ich habe so lange darauf gewartet, ihn endlich für euch in der Kamera zu benutzen. Und das ist für mich einfach, ja, das Größte zu sehen. Ich nehme meinen eigenen Pinsel, das ist der Holographic Brush, und gehe damit erstmal so ein bisschen über meine Nase. Ich habe jetzt keine bestimmte Farbe benutzt, sondern einfach die Farbe, die noch mit dran war. Und dann gehe ich in die Farbe Boys in Make-up in diesen roten Teil mit drin. Das ist meine Lieblingsfarbe, weil sie einfach so multifunktional ist. Und die mische ich so ein bisschen in diesen Blush mit rein. Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen glowiger. Was richtig krass ist. Ich meine, das Video ist jetzt, wenn ich es gerade drehe, mit der Ankündigung meiner Palette seit vielleicht 15 Stunden online. Und wir sind einfach schon Amazon-Bestseller. Amazon Bestseller auf Platz 1 in der Kategorie Highlighter und ich glaube Platz 5 in Beauty. Das wächst ja jetzt gerade, weil ja jetzt erst die ganzen Bestellungen eingehen und verarbeitet werden. Aber ich bin ganz, ganz stolz. Vielen, vielen Dank. Highlighter sitzt, ich leuchte bis zum Mond. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu den Augen. Und da bin ich richtig gespannt, weil ihr wisst, ich liebe Lethal Cosmetics. Und sie haben mir vor 2, 3 Wochen, glaube ich, schon eine Palette geschickt, beziehungsweise wieder die neuen Farben. Und ich liebe diese Kollektion. Wie schön sind diese Farben? Und als ich gestern einen Look gesehen habe von meiner lieben Freundin Kylie Jenner, in Kollaboration mit Balmain, hat sie eine Kollektion rausgebracht. Und die Farben und die Looks sind fast 1:1 gleich. Nur... Lethal Cosmetics war vor Kylie da. Deswegen
möchte ich dieses Foto kurz raussuchen. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, diesen Look hier nachschminken. Und dazu benutze ich die Palette von Lefel Cosmetics. Okay, keine Ahnung, was passiert ist. Meine Kamera macht mich gerade im Moment fertig. I'm sorry, ich habe den Look fertig gemacht. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was von dem Dunklen mit reingeblendet und gehe jetzt hier auch nochmal so ein bisschen rüber und verblende das alles. Ich liebe, liebe, liebe diese Palette. Das ist was komplett anderes und super, super natürlich. Ich würde mir jetzt gleich einmal Lashes drauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Lashes sind einmal drauf. Augenbrauen habe ich auch noch schnell gemacht. Ich muss sagen, ich liebe diesen Look bis jetzt mega. Es ist viel weicher, viel natürlicher und total frisch. Hier sehe ich gerade, könnte man noch ein bisschen besser verblenden, Maxim. Aber ich habe auch 4 Stunden geschlafen, Alter. Ich möchte noch was auf die Lippen geben und ich habe auch von Uma Beauty ganz, ganz viele Lippenprodukte bekommen. Glitzer-Lippenstifte, sieht richtig schön aus. In Gold, in Silber, Koralle, ein sehr, sehr dunkles Rot, könnte geil aussehen dazu, oder? Okay, wir probieren den jetzt mal aus. Und den gebe ich mir so ein bisschen als Lip Liner auf die Lippen. Okay. Das war jetzt die Farbe Brenda und jetzt möchte ich mir noch auf die Mitte, ach, ist das alles kompliziert, so einen helleren Ton geben. Das ist jetzt, glaube ich, ein Liquid Lipstick, Boss Gloss Liquid Marble. Die gebe ich mir hier hin. Okay, er riecht ein bisschen schwierig. Er riecht ein bisschen süßlich, aber nach Alkohol, also nach einem süßen Schnaps. Okay, die Farbe sieht in der Kamera komplett anders aus als in echt. In der Kamera sieht sie jetzt gerade richtig rot aus. Im Real Life viel, viel rosafarbener, pinker. Mal schauen, wie ich das irgendwie korrigiert kriege. Aber ich liebe, liebe, liebe Kombination. Und Freunde, das ist der fertige Look mit den neuen Produkten, die ich hier habe. Ich möchte das Ganze noch setten. Dazu benutze ich mein Indigo Child Setting Skin Perfector. Das hat nämlich auch so einen leichten lila Schimmer mit drin und sieht total schön aus, vor allem auch mit diesem Look. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist, dass die Lippen im Echt viel, viel lila-stichiger aussehen als jetzt in der Kamera. In echt sieht das Ganze ein bisschen passender aus, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Freunde. Falls euch der Look gefällt, schaut bei Instagram vorbei, da werdet ihr definitiv diesen Look irgendwie so oder in der anderen Richtung finden. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und ich verlinke euch alle Produkte, die ich finde, unten in der Infobox. Und ich sage, passt auf euch auf, ein zauberhaftes Wochenende. Bis nächste Woche.